hat ja auch schöne Ecken. Herzlich willkommen und zurück zu einer sehr besonderen Folge von Schöne Ecken, Teil 2 mittlerweile, der Rundgang mit Irmgard Kösters und Kai Kort, auch bekannt als K2 Architekten. Ich habe es letzte Folge schon gesagt, es ist eine Weltpremiere für Schöne Ecken. Architekten im Interview und Rundgang durch den Ort, an dem sie wirken. Ja, und wir springen direkt zurück in den Rundgang. Es gibt hier noch ein Haus, das ist da vorne bei der Biegung. Das ist ein riesengroßes Zweifamilienhaus gewesen. Das haben wir umgebaut zu einem Einfamilienhaus, wo auch viele immer sich wundern, was man halt aus einem älteren Gebäude machen kann. Wir könnten hinlaufen. Weiß nicht, wie viel Zeit ist. Ich glaube, das passt noch ganz gut. Gut, dann laufen wir da einmal hin, weil das echt auch wunderhübsch ist. Wird dann noch weiter gebaut? Also, wenn man noch weiter geht, sieht man vier Häuser von uns auf einmal. Warte ich mal kurz. Wird denn noch weiter gebaut? Also gibt es weitere Ideen für Baugebiete? Hier gibt es zunächst mal keine weiteren Sachen. Da ist jetzt soweit abgeschlossen, dieses Baugebiet. Und ich glaube auch, dass in den nächsten Jahren da nichts kommt. Ja. So, wir gehen dann gleich aber da wieder durch zurück, weil man da oben drüber noch ein paar mehr Häuser sieht. Die haben alle den wunderbaren Plätzeblick. Das ist tatsächlich hier immer ein Verkaufsargument, wenn jemand hier sein Haus verkauft und dann steht halt Haus mit Plätzeblick. Ja. Und bei dem einen haben wir das Badezimmer so geplant, die haben halt ein großes Fenster. In dem Falle können keine Nachbarn reingucken. Und wenn man halt die Zähne putzt und in den Spiegel guckt, dann sieht man im Spiegel wie ein riesengroßes Bild die Plätze. Ja. Also das ist cool. Irgendwie zwar aus Versehen entstanden, aber es ist so wunderbar, wenn man halt die Zähne putzt, dann immer halt dieses Plässe-Panorama hat. Also auch wirklich so ein Spiegel mit 1,40 Meter Länge, 90 cm hoch. Und dann kann man die Plässe sehen, weil die auch unterschiedlich beleuchtet ist. Also die hat auch abends eine Nachtbeleuchtung. Und das macht dann halt auch Spaß, die unterschiedlichen Farben da zu sehen. Ja, so Blicke sind ganz wichtig. Also wir haben mal gesagt, was wir gut können, ist aus dem Fenster gucken. Mhm. Das verstehen die Leute meistens nicht. Aber das ist das mit dem Grundstücken, dass man die versucht, möglichst rauszukitzeln. Hier zum Beispiel haben wir jetzt dieses eine Haus, wo wir die Sanierung gemacht haben. Da haben wir diesen Blick auf dieses kleine Tal und den Fernsehturm. Ja. Mag jetzt nicht der schönste Fernsehturm sein, aber wenn man da täglich drauf guckt, ist das eben schon ein Turm, der Heimat ist. Und die war in dem Altbau, in dem alten Gebäude, war die völlig zugepflanzt und im Übrigen hatte das Haus nur kleine Fenster. Und dieser Blick in dieses leere Tal mit dem Fernsehturm, der eigentlich diese Qualität des Grundstücks ist, den Blick ignorierte das völlig. Das ist halt auch nach Osten, das ist halt für uns, wir mögen halt gerne Osten und Westen, weil man dann wirklich mitbekommt, wie die Sonne halt morgens aufgeht und dann halt man am Frühstückstisch sitzt oder halt im Badezimmer ist und dann kann man halt schon mal die Morgensonne genießen. Unsere Häuser sind sehr selten nach Süden ausgerichtet, weil Südsonne ist eigentlich zu heiß. Also kein Mensch sitzt unbedingt auf einer Südterrasse. Und Nordosten ist wirklich so, dass man sich gut aufhalten kann. Und klar, wenn jemand nach der Arbeit nach Hause kommt, dann möchte er gerne halt beim Sonnenuntergang draußen sitzen. Deswegen favorisieren wir halt Westen für eine Abendterrasse. Aber immer halt so, dass man halt auch ein bisschen versteckt sitzt und auch windgeschützt sitzt. Also wenn jemand zum Beispiel kommt und sagt, oh, ich brauche unbedingt einen Balkon nach da und da, dann ist meine Reaktion schon sofort, was machen Sie denn mit diesem Balkon? Weil Sie wollen ja nicht von Ihren Nachbarn gesehen werden. Mhm. Und dann kommt sofort, stimmt, ich will nicht, dass mich mein Nachbar sieht. Also dann ist relativ schnell der Balkon gestorben. Der wird dann halt also nicht benötigt. Ja. So ist es. Hier sind gerade eine Familie mit. Ja. Nein, das ist tatsächlich halt witzig. Irgendwie, hier sieht man aber die beiden Häuser, das vordere und hintere, sind im Prinzip dieselben. Ja. Wenn man noch mal weitergeht, da hinten, dann Haus und, macht vorher nachher. Das ist das Thema mit der Öffnung. Und ich hoffe, von hier sieht man es noch ein bisschen besser, ne, wie dieses
Tal da ist. Schön, ne? Was natürlich auch über die Jahreszeiten sensationell ist, immer wieder dieser Blick. Und wo ich sage, wir, die Dinger werden ausgelutscht. Es ist auch spannend, weil man wirklich sehen kann, wie das klassische Haus eindeutig zu erkennen, aber das, was ihr baut, würde ich sagen, eingefügt, aber ergänzt und erweitert. Hallo! Hallo. Ja, also. Und da oben ist halt das Kinderparadies, ne? Das ist auch immer so schön. Also bei so Sanierung gibt es ja immer zwei Möglichkeiten. Die eine ist, man sagt, man hat ein Denkmal. Ja. Und die andere, wo man das Denkmal gerecht gestaltet. Und die andere Möglichkeit ist, man benutzt das alte Gebäude eigentlich als ein Stück Baumaterial. Ja. Dieses hier war ein Baumaterial. Ja. Und wir haben hier damals, wir haben jetzt damals gleichzeitig gebaut, Irmi dieses hier und ich 200 Meter weiter unten ein anderes. Und das andere ist tatsächlich, obwohl es eigentlich nur so ein banaler 60er-Jahre-Bungalow war, der hatte den Titel 60er Jahre, so wie sie hätten sein sollen. Ja. Und das jetzt quasi vorher nachher, kann man hier vorstellen. Und Irmis war das, sie eben gesagt hat, die Familie hat dieses Grundstück gekauft, weil sie ein vernünftiges Grundstück in Eddigerhausen haben wollte. Und das Haus. Also wir können dir mal ein Bild geben, wie es vorher war, weil es ist wirklich das identische Haus. Und wenn man jetzt hier sind wirklich die Leute, die sagen, das geht doch gar nicht. Wie kann man bei einer Sanierung so ein Haus bauen? Aber hier war, man sieht da oben, siehst du, da oben ist ein Dreiecksfenster. Da oben ist sozusagen wirklich Kinderparadies geworden. Ja. Also das Gebäude hat drei komplette Wohngeschosse bekommen. Ja. Und es sieht wirklich von innen fantastisch aus. Und ist ja auch immer schön, wenn die Bauhändler, jetzt gerade da waren, noch echt glücklich und zufrieden sind. Die wohnen jetzt schon 4 Jahre. Deswegen ist es jetzt glücklicherweise auch schon ein bisschen eingewachsen, weil am Anfang waren hier schon viele, die natürlich dann gesagt haben, oh, ne, was ist das, hier bleibe ich stehen. Ja. Aber sie haben trotzdem diesen lockeren Holzzaun gemacht, sodass es halt nicht zu hermetisch abgeriegelt ist. Und dann, weil die Familie halt drei Kinder hat, wollte sie natürlich raus aus der Stadt. Also die haben vorher richtig in der Innenstadt Göttingen gewohnt. Okay. Ja. Und als das dritte Kind dann kam, haben wir gesagt, so, wir brauchen Natur. Ich fand es mal ganz interessant, was Kais eben angesprochen hat. Hallo! Ne? So die Arbeitsteilung, gibt es da Projekte, wo dann tatsächlich, das ist so eher dein Projekt? Also sind alle geteilt, also es gibt ganz wenige so gemeinsam. Der Lead, wie man so schön sagt heutzutage, oder die zentrale Leitung? Oder ist es komplett also zusammen? Es ist, passt, es ist so, wenn die Leute zu uns kommen, ist es ganz so, wir schauen halt, wer von uns das Zeitfenster hat, sie zu betreuen. Also wir betreuen sie wirklich immer einzeln. Also entweder haben sie mit Kai gebaut oder sie haben mit mir gebaut. Ganz wenige, vielleicht 5% bauen mit uns zusammen. Mhm. Aber eigentlich ist es so, dass jeder von uns immer vier oder fünf Projekte betreut innerhalb eines Jahres oder eineinhalb. Und je nachdem, wo gerade jemand eingezogen ist, der hat halt das Zeitfenster, das nächste Projekt zu übernehmen. Ja. Und na klar ist es auch so, dass wir ja vom Menschensein unterschiedlich sind. Ja. Und manchmal sagen wir auch, boah, der passt viel besser zu dir oder der passt viel besser zu mir. Das und dann merkt sagen man wir, eigentlich häufig recht zügig am Anfang. Und da sind wir jetzt auch über die Jahre so geworden, dass wir eher bereit sind zu sagen, ich komme mit dem nicht klar. Gleich in einer sehr frühen Phase. Ja. Und das nicht als Versagen machen, sondern einfach sagen, nee, wenn es nicht sein soll, dann macht es entweder der andere oder wir mittlerweile zum Glück es uns auch leisten können, wenn wir von Anfang an das Gefühl haben, es passt nicht, das den Bauherrn mitzuteilen. Ja. Also was aber sehr, sehr selten passiert, zum Glück. Ja, und wenn die Bauherren zu uns kommen, das ist tatsächlich so, dass man an unseren Häusern definitiv nicht erkennen kann, wer welches Haus gemacht hat. Es hat mal ein Bauherr von uns, der schon mit uns gebaut hatte, und zwar mit Kai, hat mal sich im Baugebiet umgeschaut und wusste, aha, da haben wir 10 Häuser gebaut. Und er dachte, er ordnet sie mal zu, weil er uns jetzt als Menschen kannte. Aber er hat es geschafft, die 10 Häuser nicht zuzuordnen. Also er hat nicht einen einzigen Treffer gehabt, was wir als sehr positiv empfanden. Ja. Also jedes Haus, was er zugeordnet hat, war falsch. Ja. Das heißt, alle Ideenfindung, wenn man so will, die Gestaltung selber passiert gemeinsam durch... Ach, eigentlich nicht. Nee. Okay. Es ist tatsächlich so, dass dieser erste Entwurfsprozess, was sehr stark aus dem Bauchgefühl rauskommt, was auch sehr, sehr anstrengend ist, weil man am Anfang diese gesamten
Eindrücke und diese schnellen Sachen, auch diese ersten Gespräche mit dem Bauherrn und so, also fast nichts Konkretes in der Hand hat und aus diesem fast nichts sich dann ein Gebäude entwickeln muss, das macht eigentlich einer. Mhm. Und die, wenn es eine Zusammenarbeit gibt mit eigentlich fast ohne Ausnahmen, bei unserem Haus zum Beispiel, haben wir natürlich zusammen entwickelt von Anfang an. Das ist so eine der ganz, ganz wenigen Ausnahmen. Aber ansonsten ist es so, dass dieses intuitive Arbeiten eigentlich am Anfang schon passiert. Also eine zeichnet was, wir zeichnen ja auch noch einfach mit Bleistift oder mit Buntstift oder mit farbigen, die ersten Skizzen. Also wir zeichnen natürlich später alles am Rechner, auch in 3D. Da haben wir also sehr hochwertige Computerprogramme. Mhm. Aber die ersten Ideen entstehen halt alle halt mit der Hand. Tatsächlich, wie man sich noch fast noch so vorstellt, am Frühstückstisch oder halt gemütlich abends Sachen beim Essen. Bisweilen gibt es tatsächlich so, dass dann so etwas im Gespräch schon hin und her geht. Meistens haben wir dann nur irgendwie einen kleinen Zettel, in einer Kneipe einen kleinen Kassenzettel oder so, den man sich gegenseitig aus der Hand reißt, weil jeder seine Kleinigkeit aufzeichnen möchte. Aber das sind dann nur, weil so Minimalskizzen dazu dienen, Ideen zu verdeutlichen. Mhm. So, in der Zeichnung tut man sich ja meistens als Architekt dann doch noch leichter als verbal. Aber wenn wir uns ein neues Grundstück angucken, geht es auch wirklich darum, wo ist das nächste Haus, wo ist die nächste Terrasse, wo könnte jemand grillen, wo kann man ungestört sitzen. Also man versucht sozusagen den Ort ganz schnell aufzusaugen. Anders kann man es eigentlich nicht ausdrücken. Und wenn ich dann nach Hause fahre, dann weiß ich meistens schon innerhalb von einer Stunde, da muss das Haus stehen. Ja, also das geht sowieso ein bisschen lieber auf den ersten Blick. Aber ist dann erstmal nur ein grobes Bild, da muss es hin, aber noch nicht perfekt, was die Grundidee angeht, aber schon die Richtung. Das Konzept. Okay, die Grundidee, also wir arbeiten ja konzeptionell. Ja. Das heißt also, das Konzept steht, da muss der Eingang sein, da muss die Haustür hin und da muss halt die sichtgeschützte Terrasse sein. Entsteht ziemlich schnell. Ja. Was ich ja auch sehr faszinierend fand, dass wir den Film zusammen gedreht haben, gerade Licht, Natur, aber auch Jahreszeiten. Du hast das ganz oft eingebracht, Kai, was man wo man filmen könnte. Ich habe mich am Ende fast ein bisschen, nicht geärgert, aber es gibt viel mehr tolle Perspektiven, natürlich auch tolle Jahreszeiten und Veränderungen, als ein Film das überhaupt darstellen kann. Ne? Und das fand ich faszinierend, natürlich wohnt ihr da, ihr habt das Wissen, aber das geht mir selbst ja so ein bisschen ab, überhaupt auf Licht, Sonne, Natur zu achten. Gebe ich ja zu. Das fand ich faszinierend. Dieses ganzheitliche Verstehen von einem Ort, wenn man so will. Ne? Doch, und wir überlegen ja halt auch, das ist ja bei uns so, dass wir halt auch Sachen im Büro oder da in unserer Wohnung ja, halt auch wirklich. Diesen offen und geschlossen Effekt. Ja, ja. Was diese Häuser hier alle haben, hier unsere, ist dadurch, dass die am Hang sind, hier. Muss ich eben zusehen, wie ich irgendwie aus dem Keller ins Gebäude reinkomme. Ja. Die Fassade ist nicht ganz aus Spaß entstanden. Ja. Kommen wir wieder zum Thema Bebauungsplan. Der Bebauungsplan hat Satteldächer vorgeschrieben. Ja. Also musste diese Seite oben ein Dach sein. Tut dem Haus auch sehr gut, sonst wäre die Fassade zu hoch. Aber es ist tatsächlich häufig da einfach eine Reaktion. Und wenn wir es gut machen, merkt man aber nicht, dass wir auf Sachzwänge reagieren, sondern dass das so sein ist. Jetzt kommt mein Haus vorbei, das heißt bei uns auf dem Internet Hänsel und Gretel. Ja. Das liegt daran, dass der Bauherr Förster ist. Ah. Ja. Und da muss das ganze mit Haus, drauf. Das ganze Haus wird tatsächlich in dem Falle mit dem Kamin beheizt. Also sie haben kein Gasbrennwertgerät, keine Heizung mit Strom, sondern alles wird nur mit Kamin und mit der Solaranlage gemacht. Also man muss, wenn man warmes Wasser haben möchte, muss man im Winter definitiv den Kamin anwerfen, sonst hat man keins. Es wirkt regelrecht süß oder gemütlich im Vergleich zum anderen. Hat was von einem Waldhaus wirklich. Ja. Das hat es. Ja. Das Haus ist also Hütte mehr als Haus. Das ist eins der kleinsten hier. Und diese komische Form, die dieses Haus hat. Das ist gefaltet. Gefaltet. Und da haben auch viele gesagt, es sieht aus wie die kleine Fledermaus. Das tut es auch. Und den haben wir jetzt auch gemacht, den daneben. Und das ist halt der krasse Gegenteil. Und den auch.
Okay, ja. Ja, und tatsächlich ist das Witzige, also den habe ich gebaut. Sehr verschieden. Sehr. Mittlerweile auch wunderbar halt begrünt. Den habe ich halt auch gemacht und den hat Kai gemacht. Und das man Witzige nicht zuordnen, ist, nein, kann genau. man nicht. Und den haben wir auch gemacht, geradeaus. Genau, also das, ja. Ja. Und untereinander haben die Bauherren auch Kontakt. Also die haben ja oft auch Kinder, die im selben Alter sind, die halt zusammen zur Schule gehen und so. Und wir freuen uns halt auch immer. Also unsere Mitarbeiterin wohnt auch in diesem Baugebiet und hat halt auch kleine Kinder. Jetzt nicht mehr, aber damals, als wir das gebaut haben, war das 2012. Ja. Die Häuser, die wir hier haben, 2012, 13 und so. Und da war das dann schon so, dass wir halt auch, wenn die Kinder dann aus der Schule kamen und sagten, oh, ich habe bei dem gespielt, dann wussten wir halt immer, in welchem Kinderzimmer sie gerade sind und fanden das sehr witzig. Das ist schön, ja. Ja, ist sehr lustig gewesen, ja. Das Haus da, an sich sagen wir, versuchen wir ja immer, das Maximum aus dem Grundstück rauszuholen. Das Haus da hieß bei uns Haus ohne Garten. Das war praktisch das letzte und eigentlich eins der dürfsten Grundstücke hier. Und die Reaktion war eben... Ein Garten oben auf dem Dach zu machen. Das ist ein Haus ohne Garten. Und von oben ist die Aussicht wirklich super gut. Ja. Und hier unten ist eine Terrasse zwischen dem Haus und der Garage, wo man eben seinen kleinen... Ein Innenhof hat. Also es ist im Prinzip hat, so, weil in diesem kleinen Grundstück und dieser Enge hat man dort einen Bereich, der einfach auf sich selbst bezogen ist. Aber hier auch schon wieder Segeltuch. Also die Seite hier, haben halt den Waldrand. Ne? Also die waren auch teurer, die Grundstücke, die diesen Waldrand haben, weil die natürlich einfach einen schöneren Blick haben. Und das ist aber fast in jedem Neubaugebiet so, dass es halt Grundstücke gibt, die wirklich halt vielleicht nur zwei Nachbarn haben und andere haben fünf oder sechs. Das ergibt sich nun mal. Und wenn wir dann halt ein Grundstück bebauen, was halt fünf Nachbarn haben, muss man da entsprechend darauf reagieren und gucken, dass halt die Fenster so positioniert sind, dass nicht der nächste Nachbar gleich reingucken kann. Und das ist uns hier auf jeden Fall auch geglückt. Ich war sehr fasziniert, ich bin hier lang gelaufen. Ich wusste nicht, dass die beiden von euch sind. Ich habe gedacht, wie genial ist das, dass sich das aufeinander bezieht. Wer hat bei wem wie sich orientiert, aber wenn es natürlich beides von noch mein Vater kommt, als Statiker gemacht. Ja. Da ist es wirklich eine Familie. Insgesamt fließen, aber man sieht die Charaktere wahrscheinlich auch, die drin wohnen, von sehr draußen. Sehr unterschiedlich, ganz viel Holz, unterschiedlich. Kein Holz, sehr... Das ist ganz streng. Streng, genau. Ja. Aber also ganz unterschiedlich. Trotzdem bezieht es sich aufeinander. Trotzdem ist es verknüpft. Das finde ich wirklich faszinierend. Ist auch so. Ja. Genau. Und hier bei dem hier halt auch, das war tatsächlich so, das habe ich gebaut für eine Familie, die damals nicht wussten, wie lange sie hier bleiben. Die wollten halt nicht unbedingt ein sehr persönliches, charaktervolles Haus, sondern sie wollten ein Haus haben, was man enorm schnell wieder verkaufen kann, was sozusagen einen Grundriss hat, der sehr flexibel ist. Ja. Und das hat sich tatsächlich bewahrheitet. Die haben es nach 2 Jahren verkauft, haben mich dann auch angerufen. Der neue Besitzer hat auch schon mit mir telefoniert und Kontakt aufgenommen. Aber es ist halt sozusagen jetzt schon auch ein schönes Haus, aber es hat nicht den typischen Charakter, wo man sagt, so, das ist jetzt meins für Dauer und ewig, weil als sie es gebaut haben, war klar, es ist nur für ein paar Jahre. Ja. Ne? Und da muss man halt auch drauf Rücksicht nehmen. Dann ist der Grundriss natürlich ein bisschen offener, flexibel gestaltet, dass da halt auch unterschiedliche Familien drin wohnen können. Und es wirkt wiederum, was ich vorhin auch unten meinte, klassischer. Im Sinne von nicht super klassisch, aber ein bisschen klassischer. Man könnte fast sagen, es hätte auch vielleicht eine Sanierung sein können. Ja. Man kann sich vorstellen, dass da drunter noch ein Haus steckt, was man in den 50ern gebaut hat, was jetzt nicht so spannend war, funktional. Mhm. Und dann erweitert irgendwo. Genau, und oben war wieder die große Dachterrasse, das ist halt Plässeblick. Ja, ne? Weil man da unten halt keinen Plässeblick hat. Und also auch bei den Außenanlagen habe ich halt hier mit einer Gartenplanerin das zusammen gemacht, dass diese Treppenstufen nicht so halt irgendwie hoch, sondern dass man wirklich Freude hat. Aber grundsätzlich fährt man auch hier, weil es am Hang ist, wie bei dem anderen Haus daneben an, auch unter das Haus, ist im Haus und danach geht man halt nach oben. Also man hat eine Tiefgarage. Ja. Das ist toll. Und ich finde es auch toll, es gibt viele Star-Architekten, die können zwar was, aber man hat das Gefühl, die machen eigentlich nur, die nehmen an ihre Bausteine und setzen sie irgendwie anders zusammen. Und vor allem die Projekte haben gar keinen Bezug zur Umgebung. Es könnte genauso, ich meine, Guggenheim im Bau, vielleicht das ist ein schlechtes Beispiel, das passt großartig rein, aber Calatrava ist ja so ein bisschen, früher war ich großer Fan, Podcast-Hörer wissen das. Ich bin aber so ein bisschen eines Besseren belehrt worden, dass es dann doch sehr egozentrische Architektur ist, die eigentlich gar nichts mit der Umgebung macht, sondern nur auf sich selbst zeigt. Und sich selbst teilweise einfach kopiert. Ja, das finde ich schade. Und das selbst ist bei das euch Haus anders. Hier,
das ja. da mit der quietschegrünen Haustür, das ist ja. tatsächlich ein ganz ein kleines Haus von uns. Aber da oben, wo im Pultdach die Fenster sind, da sind die zwei Kinderemporen. Wir bauen also wirklich auch immer beliebt für Kinder, kleine Kinderemporen. Und wenn man dann sozusagen nochmal einen Trick findet, dass die Kinder in Richtung Wald gucken, also das war hier wirklich so, das ist ein ganz schlichtes, einfaches, auch ein sehr kostengünstiges Haus. Aber die Kinder haben nochmal, die haben kleine Zimmer, vielleicht 11, 12 Quadratmeter, aber nochmal eine zweite Ebene, womit sie nochmal den Waldblick auf der anderen Seite erhaschen. Und auch wieder hier sieht man diese Energieoptimierung. Also alle unsere Häuser sind, haben einen sehr, sehr niedrigen monatlichen Aufwand, um sie zu beheizen. Ja. Also wer mit K2 bauen möchte mit euch, der Link ist auf der Webseite. Wäre spannend, ob der Podcast vielleicht nochmal einen Kunden nach sich zieht. Ich weiß gar nicht, wer uns tatsächlich in der Summe hört. Wir bekommen hier immer eine bisschen spärliche Rückmeldung. Es ist halt so ein Zuhör-Podcast, glaube ich auch. Das wurde mir tatsächlich schon mal gespiegelt, ne? Ohrensessel und Zuhören. Aber wäre spannend, ob es da was gibt, wenn ihr also deswegen drauf gekommen seid, bitte unbedingt auch erwähnen. Ne? Ja, das werden wir tun. So. Hier sieht man nochmal den Schmetterling da vorne um die Ecke blicken. Hier, ja, schau mal. Moment. Das finden wir immer so toll, wenn wir halt durchs Dorf gehen, dass wir sagen, da spickt eins von uns, da spickt eins von uns. Ja. Ne? Und dann sieht man natürlich, was die dann für Blickbeziehungen haben. Wo wir waren halt... dieses Zweifamilienhaus, wo die Familie auch war, die kann uns aus dem Dachgeschoss sehen. Also wir sind zwar luftlinienmäßig, wie weit sind wir weg? Ja. Ich weiß, dass wir da sind, aber wir sehen tatsächlich aus unserem Haus. Wunderbar. Und manchmal entdecken wir erst diese Sichtbeziehung, wenn wir halt am Umbauen sind. Dann denken wir, huch, weil man ja im Winter natürlich viel, viel mehr Blickbeziehungen hat als im Sommer, weil da denkt man hier, was ist hinter den Bäumen? Und das finden wir halt aber auch sehr, sehr spannend und beziehen das auch mit ein. Also das ist auch der Vorteil, wenn man in dem Ort baut, in dem man lebt, dass man halt die unterschiedlichen Jahreszeiten viel, viel besser mit einbeziehen kann. Ne? Also wenn ich einfach weiß, von wo kommt der Wind, hier hört man zum Beispiel den ECI aus dem Leinetal, das wissen wir. Ne? Also bei unterschiedlichen Wetterverhältnissen sind die Grundstücke extrem unterschiedlich. Genau, zur Orientierung nochmal für die Hörerinnen zum Mitdenken. Wir eben, haben wir ja vorhin gesagt, die Gegenperspektive, die vielen Häuser von euch, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Guckt sich gegenseitig an, genau, auf dem Nordhang. Ja. Kann man sich auch gut auf der Karte angucken. Ja, auch bei Google Earth ist es perfekt. Genau. Die Plesseburg hat, glaube ich, ein 24-Stunden-Webcam, wo sie ganz stolz drauf ist, die auch wirklich schön ist. Ja. Also die wird... Der Blick von der Plesseburg wird immer Und es gibt ausgestrahlt. 3D-Aufnahmen bei Google von dem Ort. Ja. Kann man sich das auch ganz schön umschauen. Gut. Die Straße hier ist im Winter die Schlittenstraße hier in das Gorgebiet. Doch, von hier sieht man sie auch nochmal alle selbst hier hinten links. Stimmt. Jetzt haben wir die ganze Zeit über die Einfamilienhäuser und Wohnhäuser geredet, aber... Wir haben halt auch schon Kindergärten und Schulen und ein Freibad und ein Altenheim gebaut. Also es ist tatsächlich so, dass wir beide Großprojekte auch gemacht haben. Und davon profitieren wir bis heute. Also bei Großprojekten, wenn jemand ein Hotel baut oder ein Verwaltungsgebäude, da weiß man halt, was machbar ist. Also an Materialien, an Fußböden oder auch an Fassaden. Und wir kommen halt schon auch aus Projekten, die halt... Also das Büro hat bis zu 100 Millionen verbaut oder noch mehr. Und da arbeitet man halt ganz anders und mit ganz, ganz anderen Firmen als beim Einfamilienhausbau. Aber die Gebäude wurden halt auch hier in der Region erstellt. Daher kennt man halt ganz, ganz viele Firmen und wissen halt, was diese Firmen können. Ja. Und weil alles, was bei uns in den Gebäuden halt auch in Wohnhäusern verarbeitet wird, kommt auch aus Prozessen, die wir gelernt haben bei den Großbaustellen. Ja. Wobei es schon Sachen gibt, die bei Großprojekten ganz anders sind als bei kleinen Projekten. Beim kleinen Projekt gibt es Situationen, wo man eben, ihr macht das schon, das wird schon und sonst fummeln wir das hin. Und das kann, wenn man ein Fenster einbaut, Try and Error kann man durchaus machen. Bei 200 Mal demselben Fenster ist das natürlich keine gute Idee, so zu arbeiten. Ja. Größtes Projekt heißt dann nicht mehr Freiheiten, im Gegenteil. Also kommt auch immer ein bisschen drauf an, aber die Freiheit für mehrere hundert Millionen einfach komplett frei zu bauen, haben wir dann ganz wenige. Und dann hört es ja eben schon kurz, ob das dann besser wird. Ja.
Und da stehen ja, sind ja noch viel mehrere Gremien dahinter. Wenn man ein öffentliches Gebäude baut, dann gibt es da Abstimmungsgremien, da werden die Kosten haargenau analysiert. Und da sind natürlich die Gesichtspunkte, wenn ich jetzt 5 oder 6 Fenster hätte oder wiederum die 200, wenn das eine vielleicht 200 Euro mehr kostet, dann ist es halt bei 200 eine ganz andere Summe, ja, wenn man das multipliziert. Dafür kann man aber mit Musterfenstern, mit der, ja, Industrie, die bei der Entwicklung mitmacht und so, kann man natürlich Sachen machen, die bei einem kleinen Projekt in der Form so nicht gehen. Okay. Mhm. Also dieses teilweise einfach eine Lösung hinbasteln, das ist unter Umständen eine Chance. Ja. Unter Umständen aber einfach ein Zwang, weil diese komplette Entwicklungszeit von mehreren Tagen sich natürlich nicht lohnt, wenn ich dafür, wenn es um ein Fenster für 1000 Euro geht. Ja. Ich muss dann wissen, weil wir vor kurzem eine Folge gemacht haben und ich selbst auch da war und jetzt gerade das noch ein bisschen nach Göttingen kommt. Der Liebeskind baut der Uni Lüneburg. Mhm. Wir bekommen hier Hans Buhn jetzt als Präsidenten, der es verantwortet hat. Und da ist schon auch so ein bisschen die Frage, ich war in dem Gebäude, habe mich verlaufen und alles ist teurer geworden, sieht toll aus, aber es ist sehr unpraktisch. Ich weiß nicht, habt ihr es mal gesehen? Nein. Ja, ich kenne es aber aus Zeitschriften. Also wir wissen, wie es aussieht, aber genau. Wir waren nie persönlich da. Ich war da sehr, sehr ambivalent. Nein. Also einerseits, weil eben nicht die Kosten eingehalten wurden, das ist halt schon auch öffentliches Geld, das zum Beispiel meinem Arbeitgeber jetzt fehlt. Aha. Andererseits ist es super interessant zu sehen, was da passiert. Aber ich fühle mich eben auch, ich habe das da auch erzählt im Podcast, verloren, nicht gut aufgehoben. Und das ist eigentlich nicht das, was ich in einem Ausbildungsgebäude so irgendwie haben will. Das ist halt wieder so ein Gebäude, das macht halt seinen Stil. Aber ich weiß nicht, ob es dem Nutzen wirklich gerecht wird. Ne? Ja, das ist so ein bisschen, dass die Leute mit irgendeinem Star-Architekten bauen, um dann eine Marke zu erschaffen. Und auf den Bilbao-Effekt zu hoffen, dass, wenn es gut geht, klappt es. Auch mit der Dieter in Wolfsburg hat es geklappt. Stimmt. Aber, hallo. Hallo. Aber wenn es schief geht, dann hat man eben jemand, der ein jüdisches Museum in Berlin gebaut hat und solche Projekte. Und dann muss man eben sehen, dass eine Uni in Lüneburg für ein solches Büro vielleicht auch nicht das Projekt ist, wo man die besten Leute reinsteckt und wo man das meiste Engagement reinsteckt. Okay, ja. Und trotzdem ist es auch nicht für die Uni das beste Projekt, wenn es wesentlich teurer wird als geplant und dann sich die Menschen verlaufen oder einfach auch quasi negativer Effekt entsteht. Ja. Also man wird es natürlich auf lange Sicht prüfen müssen. Vielleicht hat es auch dann doch positive Effekte. Ist ja auch oft so, dass die größten Kritiker nach Fertigstellung dann doch zu Fans werden. Also bei Großprojekten sind einfach ganz, ganz viele beteiligt. Und wer da die Oberhand gewinnt, das kann auch während des Bauens manchmal sich drehen. Und da wir auch Projekte gebaut haben, die teilweise bei 5 bis 8 Jahre gebaut wurden, ändert sich der Blickwinkel von denjenigen, die da mitarbeiten oder es auch mitentscheiden dürfen, öfter. Es gibt ja auch immer noch die politischen Entscheidungen, die man nicht unerwähnt lässt. Ja. Wenn da keine Einigung erzielt werden kann auf einer Versammlungssitzung, dann wird es halt nach hinten geschoben und irgendwann rennt halt die Zeit weg. Und dann werden irgendwelche Entscheidungen getroffen, dass man es halt hauptsächlich fertig kriegt. Und das ist halt auch so, dass wir gesagt haben, wir möchten lieber die Zügel in der Hand behalten. Deswegen machen wir uns selbstständig und sind gerne selbstständig, weil wir halt dann wirklich sagen können, da stehen wir hinter. Ja. Und das ist halt wirklich so bei uns zum Ziel geworden. Wir wollen das machen, wo wir am Schluss sagen, hat uns Spaß gemacht. Ist ein gemeinsamer Erfolg mit den Bauherren. Also das merken auch alle Bauherren, dass wir das halt nicht für uns machen, sondern dass wir das für die machen. Und die am Schluss einfach sagen, jo, wir haben eigentlich genau, hatten wir nie mitgerechnet, das bekommen, was wir wollten. Und auch diese Unterschiedlichkeit der Häuser und der Bauherren, das versuchen wir rauszuarbeiten und trotzdem zu erkennen, es ist halt aus einem Büro entstanden. Ich habe das im Vorfeld überlegt, das ist
habe mich so ein bisschen auch selbst gefragt. Ich mache auch kreative Projekte, aber ich mache immer viel für, also mit Theater, da hat man viele Menschen, die zuschauen, oder ich bin da an einer relativ großen Software beteiligt, die hat Hunderttausende von Nutzern. Mhm. Und ihr macht mit euren Projekten ja nur eine Handvoll von Menschen vielleicht glücklich. Das ist halt sehr individuell. Das fand ich den Gedanken ganz faszinierend. Das ist ja immer angesprochen. Aber es kam von dir eigentlich genauso. Es ist, das Publikum ist verhältnismäßig klein, aber sehr... Es ist überschaubar. Also es sind jetzt vielleicht irgendwie um die 200 bis 250 Projekte, mit denen wir... also die wir entweder realisiert oder geplant haben. Aber das ist schon eine ziemliche Zahl. Das ist schon was, ja. Weil viele denken, puh, nee, die machen nur zwei oder drei. Das ist auch so, wenn wir Kommilitonen treffen. Also wir haben noch Kontakt zu Kommilitonen aus Braunschweig, in denen wir studiert haben. Da gibt es welche, die haben nach 15 Jahren nicht ein einziges Haus realisiert. Also entweder ist es immer an den Geldern gestorben, es wurde halt beantragt, irgendwelche öffentlichen Gelder, es kam, aber wurde dann aber doch nicht gebaut. Ja. Also wie oft es Architekten gibt, die eigentlich nie was in die Realität umgesetzt haben. Das ist vielen nicht bewusst, aber das ist fast die Mehrzahl. Ja. Und wir haben gesagt, nein, wir wollen jetzt endlich mal bauen und sehen, was wir da eigentlich machen. Und das kann man halt machen, wenn man das wirklich von A bis Z plant. Ja. Dann kann man auch bis zum Schluss sagen, man hat halt überall mitgeredet und es ist nicht einfach irgendwas entstanden. Ja. Wir haben uns verlaufen. Wir müssen jetzt runter, ne? Ja. Hier müssen wir runter, aber nicht viel verlaufen. Nee, ein bisschen. Da ist der Wendehammer. Ja. Ja, da ist er. Also die sind da. Wir sind oben dran vorbeigelaufen. Ja, da vorne ist es. Zu bewaldet. Normalerweise sieht man von oben das Dach. Aber von hier kommt man auch runter. Okay. Hier, genau. Ja. Aber von dieser Seite aus, weil das halt ein richtig steiler Hang ist, der ist noch steiler als der, den wir bebaut haben mit unserem eigenen Haus. Mhm. Und er ist halt Nordhang. Hat viel, viel mehr Schnee und Eis. Also es gibt welche, die wollten hier nicht bauen, weil sie gesagt haben, hier kommen wir doch mit gar keinem Auto die Straße hoch. Also man braucht hier definitiv Allrad. Also im Ort haben die meisten, die hier wohnen, halt ein Allradfahrzeug, weil man sonst im Winter nicht die Straßen hochkommt, also nicht zu seinem Haus fahren kann. So, jetzt sind wir aber auch gleich da. Ja. Genau, das ist wirklich der steilste Weg. Hier waren Grundstücke, die in der Zwangsversteigerung waren. Die beiden haben wir auch gebaut. Wo wir uns total gewundert haben, weil wir es fantastische Grundstücke fanden. Ja. Und die Grundstücke aber nicht weggingen wie warme Semmeln, weil offensichtlich bei vielen oder den meisten Leuten die Vorstellung fehlt, wie man so am Hang bauen kann. Also hier sieht man halt auch mit diesem Rot, ne? Die haben halt dieses Oberlichtband in Rot, ist das Haus halt. Und na, auf der anderen Seite ist es halt komplett verglast zu uns. Ne? Also wir sehen ihn aber nicht, wir sehen das Haus noch in der Spitze. Hier ahnt man das schon. Ne? Wir haben da oben Plässe und Rheintal und das alles von einem Grundstück. Aber hier war so witzig, als wir Richtfest hatten, weil ja die Autos so einen wunderschönen schönen Ausblick haben. Oh ja. Alle dachten, das wird das Wohnzimmer. Ne? Da habe ich gesagt, nein, das ist jetzt die Garage. Und wir haben nicht von vornherein eine Mauer gehabt, aber dem Auto geht's gut. Eindeutig. Genau. Und da wir ja im kleinen Ort wohnen, ist es jetzt so, dass ich für die Schwester von dieser Bauherrin baue, 10 Jahre später. Toll. Ja, die ist jetzt gerade im Bau. Ja. Also auch hier in Eddigerhausen-Bovenen, ne, im Neubaugebiet. Aber das freut mich natürlich besonders auch, dass das halt so innerhalb der Familie dann die einen sagen, jo, ne, das hat geklappt, machen wir nochmal. Ja, ich gehe mal vor. Gib den mal 3 Minuten. Mhm, genau. Also auch dieses hier. Da hatten wir Bauherren, die dieses hier stand gleichzeitig zum Verkauf wie die Grundstücke unten, die sich dann unten für das unten entschieden haben, für diese Grundstücke da im Baugebiet. Ja. Was mir zugegeben ein bisschen fremd ist. Ja. Das ist auch noch ein bisschen, wir sagen, anders geht gar nicht so richtig, weil das eigentlich alles ja verschiedene Häuser sind, wie wir gesagt haben. Aber es hat nochmal durch die Lage vielleicht wahrscheinlich auch eine nochmal andere Form, so, ne? Oder deutlich auffällige Form. Ja, eigentlich macht es wieder dasselbe wie die anderen. Nämlich es guckt sich die Qualität vom Grundstück an und holt das Maximum raus. Wir haben also auf der einen Seite eben den Berghang, der einfach nur grün ist und der letztlich auch nicht attraktiv ist, weil einfach das Dickicht direkt hinter dem Haus beginnt. Und auf der anderen Seite haben wir
Burgblick, Leinetal, 30 Kilometer Aussicht. Und dann ist es natürlich klar, dass das Haus sich sehr eindeutig in die eine Richtung entwickelt. So. Ich kann ja mal ganz kurz erklären. Ja. Wir hatten ja mal kurz gesprochen, aber es ist ein bisschen auch ein komplexes Projekt geworden. Der Podcast nennt sich ja Schöne Ecken. Ja. Wir machen das seit 8 Jahren. Wir haben auch schon verschiedenste Phasen durch. Es gibt aktuell 212 Folgen. Ursprünglich hatten wir mal gesagt, das ist ein Podcast über Stadtkultur und Architektur. Es ist aber auch mittlerweile ein Reisepodcast, ein Draußen-Podcast und alles Mögliche geworden, weil wir haben das Grundprinzip, wir haben diese wunderschönen Ansteckmikrofone. Normalerweise sind wir zu zweit unterwegs mit einem Co-Podcaster. Gäste gibt es ab und zu mal. Und wir laufen draußen rum und erzählen immer das, was wir sehen und das, was man eben auch hören kann. Vögel, Verkehr leider manchmal auch, ist eben alles mit drin. Wir hatten bisher nicht das Glück, mit Architekten zu sprechen. Das war immer mein Traum in dem Projekt und es hat sich über das Filmprojekt ergeben. Und auch nicht mit Bauherren. Deswegen ist es für uns auch heute mal was ganz Besonderes für das Format. Wir sind kein reiner Architektur-Podcast. Wir sind auch nicht irgendwie Architekturstudenten, sondern einfach interessierte Laien, die einfach über das sprechen, was sie sehen, oft schimpfen. Ja, die auch, in dem Podcast, wir haben uns das ja angehört, dann erzählen die nach dem Motto, boah, das ist aber total schrecklich oder wie auch immer. Und wir denken, oh nee, das ist doch ein ganz berühmtes Gebäude, kann man doch jetzt nicht sagen, aber es sind ja Laien. Wobei das Interessante ist. Aber das ist ein Interessanter dabei. Ja, das ist ja auch das Witzige dabei. Also nicht jetzt, aber wir haben uns ja 2, 3 von den Serien angehört und dachten, Weil wir vielleicht mal ein bisschen unsere Aussage arbeiten müssen, denn wir waren in Tschechien, also ich war da und Folgen machen wir zu zweit. Einer ist zu Hause und dann per Telefon. Ich nehme die Geräusche in bester Qualität am Ort auf. Wir waren in Tschechien, am Jeschken. Und eigentlich fand ich das toll da, aber anscheinend klinge ich sehr kritisch in der Folge. Und das haben wir vorhin schon diskutiert. Ja, das kam nicht so rüber, dass man das toll fand. Weil wir sind da wirklich, wir fanden es phänomenal. Ja, also. Na gut. Genau, vielleicht können wir dann nochmal die Geschichte so ein bisschen des Projektes aus Ihrer Sicht und auch aus eurer Sicht. Wer ist zuerst auf wen zugegangen oder wer kannte wen zuerst? Erzähl. Genau. Ja, unser großer Traum, also wir sind die Müllers. Unser großer Traum war, eigentlich was zu finden, was im Einklang der Gefühle zwischen Wohnen, Mensch und Natur halt funktioniert. Möglichst nah in Göttingen und haben eigentlich unseren Suchbereich der Ideale vieler Göttinger im Ostviertel was zu finden, jemanden gesucht, der mit uns auf einem passenden Grundstück was zusammen formt, gestaltet, was man als Lebensraum und auch als Arbeitsraum halt nutzen kann. Und sind durch Empfehlungen und Zufälle aufeinander gestoßen und haben dann mit K2 halt eigentlich ideellerweise auf einem Grundstück, was passenderweise gerade frei wurde, wir käuflich erwerben konnten und eigentlich die Natur uns mit den beiden in unser Haus geholt haben. Wir haben also, ich sag mal, diese geologische Gegebenheit der hügeligen Landschaft hier am Leinegraben mit dem Wohnkomplex und dem Arbeitsfeld verbunden. Und um das kurz zu sagen, sind nach mittlerweile 5 Jahren in diesem Gemäuer alle Träume erfüllt worden. Wir haben also hier eine Lebensqualität, was dem Urlaub nahe kommt und haben so Inspirationen und Gedankengut für unsere Arbeit, die uns sehr kreativ werden lässt und somit in diesen, ich sag mal, Nischenbewohner, wir sind Reiseveranstalter, auch den nötigen Vorteil verschafft. Und ich glaube, gerade daher oder mit dem sind wir auch so erfolgreich, wie wir gerade sind. Ja. Also es ist phänomenal, wie sich das Haus, das heißt ja auch Boomerang, in die Ecke kuschelt, könnte man sagen, in den Hang kuschelt und einfach von hier aus alles wie so ein Ausguck im Blick ist. Ne? Die Burg, der Ort, das Tal, Leinetal. Genau, und das war ja wunderbar, der Name Landlustreisen, der passt hier wie die Faust aufs Auge. Ja. Also es war irgendwie wirklich so, halt das Grundstück hat eingefunden oder wir haben uns zusammengefunden, weil wir halt einfach auch die Natur lieben und wirklich mit der Natur das halt alles hier zu bebauen, also nicht gegen den Hang, sondern mit, das ist halt irgendwie der Schlüssel gewesen, dass man hier wirklich, glaube ich, einfach wie im Urlaub leben kann. Also ich denke mir halt auch, wo hat man sowas, ne? Dass man einfach sagt, halt, man kann so ein bisschen drinnen und draußen verknüpft sich
und man kriegt gar nicht mit, ist man eigentlich drin oder ist man draußen. Also das ist ja eigentlich auch so ein bisschen das Phänomen, also auch von den ganzen Materialien, die man genommen hat. Das fließt einfach immer alles durchs Haus. Ja, ja, ja. Und das kriegt man einfach hautnah mit, wenn man hier sitzt. Ne? Ja. Und auch von den Geräuschen her hier, finde ich auch immer toll, das, als würde man in einem Baumkronen sitzen. Im Laufe der Jahre hat sich für uns ergeben, dass wir eigentlich mit Irmi und Kai 3 Häuser gebaut haben, obwohl wir nur ein Projekt hatten. Und zwar haben wir ein Wohnhaus für die Familie gebaut, ein Büro und auch ein Ferienhaus, weil für uns ist es eine Dreifachbebauung. Und ich brauche jetzt kein Ferienhaus für unsere Freunde, die fahren ja jetzt, bauen sich an der Küste was, müssen immer dahin. Das machen wir zwar auch, aber am liebsten sind wir eigentlich auch hier und können das dann genießen. Wir gehen kurz ins Büro und dann wieder kurz hierher, trinken einen Kaffee und dann gehen wir auch gerne wieder ins Büro. Also es ist jetzt nicht so, dass ich zur Arbeit gehe, sondern einfach hier leben und arbeiten kann. Ja, ich fand es so witzig, weil es auch dann ähnlich ist zu dem, was ihr macht. Ne? Mhm. Mit Büro, Leben, Arbeiten, einem und irgendwie auch parallel. Urlaub. Also wir genießen das auch und das ist jedes Mal, wenn wir in Urlaub fahren, wir freuen uns schrecklich auf zu Hause. Ja, also wir sagen halt immer, oh, schön. Ne? Ja. Also und dann, es ist auch, seit wir das eigene Haus haben, halt, was auch einfach völlig naturverliebt ist, tun wir uns auch richtig schwer, irgendein Hotel zu finden, was wir wirklich adäquat finden und sagen halt, wo hat man das? Ne? Also man muss nicht weg. Nee. Ich darf auch gestehen, ein bisschen freue ich mich auch immer, wenn ich dann vorbeikommen darf, weil es einfach jedes Mal was Besonderes macht und auch jetzt wieder hier ist es anders und trotzdem ist es das gleiche, die gleiche Stärke, ja. Ich weiß nicht, ob es zum Bau noch irgendwie eine Anekdote gibt oder Geschichten, wie das, wie es die Form gefunden hat oder war das gleich klar? Habt ihr einfach so... Eigentlich doch, es gibt doch einen, das ist mit dem Modell, oder? Was ziemlich witzig ist, ist eigentlich überhaupt die Idee, wie wir zu diesem Bumerang gekommen sind. Unsere Vorstellung war, die Geologie des Hanges halt über ein Gebäude rüberzubringen und halt auch diese schöne Aussicht hier von allen Zimmern nutzen zu können. Aber der Laie geht da erstmal, ich sag mal, von klassischen quadratischen, rechteckigen Linienführungen aus. Und so hatten wir uns hier ein L oder ein Zirkel mit zwei gleichen Schenkeln hier vorgestellt, was ich natürlich ganz schlecht in dieses vorgeschriebene Baufenster halt reinbringen lassen hätte können. Und so haben wir eigentlich durch Zufall, wo wir uns schon ein paar Mal getroffen hatten mit Kai und Irmi im Architekturbüro, das Modell im Regal stehen sehen und habe gesagt, Mensch, was ist denn das hier, Irmi? Und Irmi hat gesagt, ja, das wollten eigentlich Bauherren mit uns bauen. Aber die haben sich dann doch für was anderes entschieden und seitdem steht das hier. Ich sage, ja, könntest du dir vorstellen, sowas bei uns zu bauen? Habe ich gesagt, aber das wird ja sowieso eh viel zu teuer für uns. Wir können uns das nicht leisten. Oh, das sagt irgendwie, das kann man so nicht sagen. Wir machen uns darüber mal Gedanken. Und das war eigentlich so der Impuls des Ganzen. Und so haben wir uns nach und nach in diese Idee halt zusammen vertieft und weiterbegeben und haben dann, ich sag mal, diese wunderbare Form, die hier in diese Natur passt, halt entworfen und können hier jetzt drin leben. Ja. Ja, und dieser Bumerang, also der Name für mich war halt einfach immer, dass die Natur zu einem zurückkommt. Also darum ging es mir. Also dieser Schwung, der hier einfach halt aufgenommen wird, weil halt man sieht halt sehr präsent die Plesseburg mit dem Turm und der ist halt auch rund. Und das ist wirklich so, als würde man halt einmal hier in Eddigehausen mit diesem Bumerang diesen Süd- und Nordhang halt, wie soll man das sagen, halt als würde man da den Bumerang werfen und dann kommt er halt zu einem zurück halt in diesem Hang. Und dann bleibt er halt hier auf diesem Grundstück liegen. Ne? Also so habe ich mir das vorgestellt damals. Steht jemand und wirft den Bumerang in den Hang und dann bleibt er liegen und dann wird er so gebaut. Ja. Den Turm habe ich auch gerade quasi gedanklich hier so ein bisschen reingebogen. Ist tatsächlich so. Der gehört damit zu. Genau. Ne, weil er halt auch, wenn man oben auf der Burg ist, kann man das halt auch erahnen, wie der halt sozusagen den Schwung von dem Nordhang her aufnimmt und dann geht er halt einfach weiter. Also er unterbricht ihn nicht. Der Bumerang liegt da halt einfach und die Natur geht da halt einfach durch. Ich war ja auch tatsächlich im Frühling, als wir uns kurz gesehen haben, hier und hatte mir die Plässe angeguckt, stand da auf mich, ich wohne 20 Jahre in Göttingen, habe es mir dieses Jahr zum ersten Mal angesehen und dann von oben das Haus gesehen und gedacht, das guckst du jetzt auch noch an, weil noch ein bisschen Zeit ist bis zum nächsten Bus und dann habe ich die anderen auch angeguckt und heute gelernt, dass ich nur die Hälfte gesehen habe. Ja. So, ich glaube, wir sind relativ rund, das macht auch die passende Überleitung quasi, die Rundung. Ich fand es ganz schön, wir haben anfangs gesprochen über Dreiecke und über gefaltete Häuser. Dieses ist wahrscheinlich eher gebogen, auch das geht. Ne? Würde ich sagen, dass wir langsam zum Ende kommen, außer ihr habt noch am Schluss
Vielleicht einen Ausblick oder eine Idee oder eine Anmerkung? Also ich würde vielleicht noch als Naturwissenschaftler nur eine Anmerkung geben. Also ich hätte nie gedacht, dass man durch Architektur so eine wunderbare Parallele und Verbindung zu den Lebewesen, die einen umgeben, als, ich sag mal, Bewohner eines Biotops, um die Natur hier mal reinzuholen in dieses Haus, halt geben kann. Ich habe jetzt, ich bin also auch Hobby-Ornithologe und bin jetzt angekommen bei 89 verschiedenen Singvogelarten, die wir hier haben. Wir haben jetzt direkt hier am Haus 6 verschiedene freilebende Säugetierarten nachweisen können. Natürlich, wenn wir den Radius größer ziehen, wir sind täglich mit dem Mountainbike draußen, geht das ganz schnell Richtung 25, 30. Wir haben hier insgesamt 16 verschiedene Raubvogelarten. Wir haben 5 verschiedene Eulenarten, die hier Brutvögel sind. Und ich glaube, dass das für sich spricht, dass wenn man halt so wenig wie möglich an der Natur verändert und da versucht, ganz sensibel mit umzugehen und was als Lebensraum für die Menschheit schafft, dass die Natur einem dafür dankbar ist. Und dass man dann dieses Miteinander, also diese Harmonie und Symbiose, die man zwischen Mensch und Natur schaffen kann, wenn man es will, auch täglich eigentlich zum Genuss wird und man es live, diese Elemente, die einem umgeben, wirklich live verspüren kann. Alleine dieser Sonnenauf- und Untergang, den man in diesem Ort hier von verschiedenen Plätzen halt live miterleben kann. Also der Sonnenaufgang ist uns natürlich nicht dort zuteil, aber diese spannende Phase, gerade jetzt zur 2 Tage hinter uns liegenden Sommersonnenwende, ist spektakulär. Wenn man dort am Peak hinten im S-Pol dort die Sonne eintauchen sieht am 22., 23. Juni und sie sich dann langsam Richtung Winterhalbjahr wieder Richtung Süd verzieht, das ist schon ein Spektakel, das man täglich genießen kann. Wow, ja. Das ist ein schönes Schlusswort. Das ist ja auch etwas, was sich in einer oder anderen Form auch durchzieht. Wir haben viel darüber gesprochen heute. Auch, dass die Häuser halt den Himmelsrichtung nach entworfen sind. Und das ist hier halt einfach auch das, dass man das einfach mitbekommt, wie die Sonne halt wandert. Und das ist halt bei unserem Haus, wo wir halt gestartet sind, genau das Gleiche. Also wir freuen uns wirklich jeden Tag, weil wir wissen, die Sonne geht dann jeden Tag woanders auf, geht woanders unter und man kriegt halt einfach mit. Und dadurch ist es wirklich ein Schauspiel und es wird nie langweilig. Habt ihr es vorher auch so erlebt? In unserem Haus ist es auch so. Wir denken, hier ist unglaublich. Aber nicht als in Göttingen oder so? Nein. Ist mir erst hier klar geworden. Ja, das hatten wir auch. Ich habe das auch erst jetzt durch die Filmarbeiten und den Podcast noch mehr gelernt, wie die Häuser letztlich Sonnenuhren sind, wenn man so will. Ne? Schönes Wort dafür, ja. Was für eins hast du gesagt? Sonnenuhren. Die Häuser sind quasi Sonnenuhren. Und bei dem merkt man es halt immer besonders. Doch. Ja. Also wir haben, als wir selbst gebaut haben, wir haben das eigentlich erst gemacht, nachdem wir gesagt haben, so, jetzt bauen wir für uns selbst. Und dann haben wir uns ja auch viel mit unserem Grundstück beschäftigt. Wir hatten es ja auch 2-3 Jahre, bevor wir es bebaut haben. Und dann haben wir da Rasen gemäht, wir haben da Picknick gemacht und alles. Und dann wussten wir halt, okay, wie tickt unser Grundstück? Ne? Und erst danach haben wir dann gesagt, okay, so bauen wir das. Und wir würden es ja heute immer noch genauso bauen. Und das unser finden wir ja immer wie so ein... Interessant ist das mit dem Ferienhaus. So. Ja. Diese Ferienhaus-Assoziationen haben tatsächlich eine ganze Menge von unseren Bauherren. Ja. Mhm. Und das finden wir deshalb gut, weil Ferienhäuser sind häufig einfacher als andere Häuser. Die sind so... Die sind auch so entspannt. Und, die sind nicht kompliziert. Die wirken einem. Die sind aber die sagen so, hier kannst du loslassen. Wenn man diesen Charakter eben hingekriegt hat, dass das irgendwie so ein bisschen leicht wirkt. Ich meine, es ist alles nicht so leicht, aber diese Illusion im täglichen Leben, das ist schon was Schönes. Genau. Und das aber ja witzigerweise auch mit Familie, mit Kindern. Also die anderen haben ja 3, die haben ja, sind voll im Stress eigentlich. Ja, die sind auch beide berufstätig und so. Aber trotzdem sagen sie, wir sind zu Hause, hier ist easy. Ne? Hier ist easy living. Ne? Und jeder, der sie besucht, haben die auch gerade, das ist immer so, die Leute denken immer, das gibt's doch gar nicht. Ne? Also was da halt einfach so für eine Atmosphäre herrscht. Ne? Also, Mit dem Ferienhaus, das war tatsächlich ja damals hier überhaupt nicht bebaut. Es gab ja nur, welches gab es denn am Anfang? In den 50ern?
Ja, das. Also ich glaube, der da gegenüber. Ja. Einer gegenüber. Ja. Genau, und als wir mit den Vorbesitzern oder beim Notar waren, oder der Vorbesitzer war ja verstorben, aber mit den Verwandten haben die gesagt, dass die in den 50er, 60er hier mit dem Käfer aus dem Ruhrpott in die Ferien kamen, weil hier stand ja so ein kleines Ferienhaus. Ja. Man ist zur Presse gewandert oder schwimmen gegangen. Oder, und das stellen wir uns immer so vor, wie das damals war. Ja. Das ist das Schöne jetzt auch. Ja. Ein bisschen Gänsehautgefühl. Also das habe ich manchmal, wenn ich, das ist, kann ich auch einfach so zugeben, bei besonders Architektur, bei Filmen habe ich es auch ein bisschen, wenn Dinge einfach schön sind. Doch. Vielleicht ist das ein gutes Ende für diesen wundervollen Rundgang. Ich bin sehr gerne. Ja, die Glocken passen auch perfekt rein. Ich sage vielen, vielen Dank in alle Richtungen. Und ja, wir werden jetzt nicht in jeder Folge mit Architekten so rumlaufen können, obwohl es ganz, ganz großartig ist. Und vielleicht gelingt es auch nochmal, andere Themen zu bearbeiten. Bis dahin sage ich erstmal, ja, bleibt dabei. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Mitkommen oder Rundführen und das Haus zeigen. Bis bald und tschüss. Genau, hat Spaß gemacht. Genau. Danke auch. Herzlichen Dank. Ja.